Nach dem internationalen Bestseller von Mario Vargas Llosa. Ich glaube, die hat mich schon seit New York verfolgt. Das ist Julia, eine Frau mit Vergangenheit. Du bist doch noch recht jung und siehst ganz okay aus. Danke. Und das ist ihr Neffe Martin, ein sauberer, anständiger Junge mit großen Ambitionen. Ich bin 21 und habe meine Unschuld vor 5 Jahren verloren. Ja, und ich bin 36 und habe meine verloren, bevor du überhaupt geboren warst. Im Jahre 1951 war eine solche Verbindung in New Orleans noch undenkbar. Ich dran denke, du mit diesem Hurenbiest, Julia. Aber eigentlich ging alles ganz gut, bis dummerweise eines Tages er dahinter kam. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Der Skandal war nicht mehr aufzuhalten. Ich werde dir genau sagen, wie es geht. Na schön. Naja, ich glaube, dass ich anfange, mich zu verlieben. Warte. Was? Schick den Geiger nach Hause, ja? Und mach das Licht wieder an. Ein Gynäkologe. Oh. Was kann man da erwarten? Flammende Leidenschaft zwischen Tante und Neffe. Sie sollten weltmännischer vorgehen. Schick, so wie die Franzosen es machen. Also, wer sagt Romantik, sei tot. Größenwahnsinnige Anwandlungen eines Schreiberlings. Ach, hört auf. Ohne mich würdet ihr immer noch im Kino Händchen halten. Die Lust, mit dem Feuer zu spielen. Sie wissen schon, abspritzen, Gurke putzen, Banane schrubben, Paulchen rubbeln, Rakete polieren. Was? Wo willst du hin? Barbara Hershey ist Julia. Auf den Rücksitz. Keanu Reeves ist der Neffe. Naja, weil du so wunderschön aussiehst heute Abend. Und Peter Falk bringt die Sache ins Rollen. Ein Albaner ist da draußen und er macht etwas Unnatürliches mit ihrem deutschen Schäferhund. Julia und ihre Liebhaber. Das ist Wahnsinn.